Hey! Hi! Also unser nächster Stop auf unserer Reise die Ostküste runter war Nusa. Und zwar sind wir da in ein Bushcamp gegangen. Das war ja eigentlich wirklich so richtig im Busch, hätte ich gesagt. Ja, absolut. Das hatten wir von Greyhound, also Greyhound ist die Reiseorganisation, mit dazu bekommen, weil wir die Fraser Tour gebucht hatten. Und das ist quasi so ein kleines Extra, das bekommt man zusätzlich für nur $50, 3 Tage lang. Ja, das bekommt aber jeder dazu, also lasst euch nicht täuschen, das ist ganz normal. Bei uns hieß es dann, ja, die sind von den Gewinnspielen übrig, deswegen kriegt ihr die dazu, weil irgendjemand anders hat so richtig eine Show draus gemacht. Die haben dem praktisch so die Gutscheine für diesen 50€ Nusa-Trip extra nochmal so zugeschoben, so, ja, eigentlich darf ich sie nicht geben, aber hier ist es und jeder bekommt es kostenlos, zahlt nicht für nochmal extra mehr als diese $50. Die $50 sind auch diese Park-Fee, die müsst ihr also nur vor Ort zahlen. Weil es in einem Nationalpark drin ist. Man kann für die Tour auch zahlen, das sind $15 pro Nacht, aber das ist viel zu überteuert dafür, dass man nicht so arg viel bekommt. Prinzipiell ist es so, es ist ein Camp im Nationalpark, das heißt, die Küche und die Klos und sonstiges sind jetzt nicht ganz so schön, wie es vielleicht in anderen Hostels sind. Die Küche ist im Prinzip auch nur ein Raum, der auf 2 Seiten offen ist, wo man rauslaufen kann. Sie ist recht dreckig und einer hat eine Schlange im Küchenschrank gefunden. Ja. Ja, allgemein also, haben wir extrem viel davon gehört, dass irgendjemand irgendwelche Schlangen da gesehen hat. Ja. Also, wenn ihr Natur sehen wollt, geht da hin. Genau. Aber packt wirklich die Taschenlampe aus, wenn ihr aufs Klo geht in der Nacht. Ja. Weil das kann halt schon echt richtig gefährlich werden. Die Duschen hatten am ersten Tag irgendwie kaltes Wasser, nur weil das Gas ausgegangen ist. Aber das sollte normalerweise nicht der Fall sein. Grundsätzlich war das schon in Ordnung. Also, es ist auf jeden Fall besser als eine Rest Area, sage ich jetzt mal. Aber ja, mit einem Hostel kannst du beispielsweise nicht mithalten. Nee, absolut nicht. Ja, in der ersten Nacht werdet ihr auch in so Art Dorms eingeteilt. Also das sind praktisch 8 Bettzimmer. Es sind relativ befestigte Wände, aber im Endeffekt sind es glaube ich nur Leinentücher oder sowas. Ja, genau. Und man schläft auf so Bettgestellen, bei denen eigentlich nur nochmal so eine Art Tuch gespannt ist. Also sei ganz bequem gewesen. Wir haben im Endeffekt gar nicht drin geschlafen. Wir haben uns einfach ins Auto gelegt und haben mal da geschlafen, weil wir halt eine deutlich bessere Matratze haben, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, es gibt halt einfach Strom, was halt sehr angenehm ist. Also Handy könnt ihr jedenfalls dauerhaft laden. Es gibt Kühlschränke, es gibt fließend Wasser, eben logischerweise mit den Duschen auch. Und was auch noch ganz cool ist, muss ich sagen, da gibt es einen Fernsehraum, wo eigentlich dauerhaft irgendjemand gammelt. Ja. Also irgendjemand liegt da halt dauerhaft. Ja, es gibt nämlich eine riesige Auswahl an Filmen, die man sich da raussuchen kann und den ganzen Tag schauen kann. Ja, die sind einfach auf der Festplatte, also wird wahrscheinlich ein bisschen illegal sein, aber ich meine, euch gehören ja die Filme nicht, also ist gerade egal. Genau. So viel dazu. Und in den letzten 2 Nächten schläft man dann in ganz normalen Zelten. Ich glaube, das waren 3er-Zelte, Zelte, Isomatte halt. Der Kanu-Trip an sich, muss ich sagen, war ganz schön. Das einzige Dumme war, man muss zusammenbleiben und da ist der Nachteil einfach, die vorne waren, haben einfach so Gas gegeben. Ich verstehe nicht wieso, weil ich meine, du bist ja da, um die Landschaft anschauen zu können und das gemütlich anzuschauen. Aber nein, dann beeilen die sich einfach so extrem und dann bist du einfach richtig fertig, wenn du mit denen mithalten musst. Und das ist halt einfach ein bisschen unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls war das einfach ein bisschen schade. Allerdings waren die Spots ganz cool, die wir angefahren sind. Also zuerst ging es da praktisch nochmal einen extra Fluss entlang. Da war dann auch so ein Baum, wo du so ein Swing-Ding. So ein Seil mit einem Stock unten dran. Ja, auch so. Der Baum geht relativ hoch rauf, wo du dann auch reinspringen kannst. Das ist noch ganz cool. Das einzige Komische ist, dass das Wasser sehr salzig ist. Das ist ja eigentlich ein Fluss. Beziehungsweise nicht nur eigentlich, es ist ein Fluss. Aber es ist halt einfach salzig, es ist extrem warm. Und wir haben mal im Internet gelesen, dass da irgendwelche Haie drin sein sollen. Nicht allzu große, also nur so 1,5 Meter, höchstens 2. Aber wir haben jetzt mal nichts gesehen. Ich habe einfach versucht, nicht allzu lange im Wasser zu schwimmen, muss ich ganz ehrlich sein. Weil man weiß ja nie, was da so ist. Weiter zu einem Strand. Da haben wir dann im Endeffekt auch alle Mittagessen gemacht. Also du bereitest auch einfach deine
dein Mittagessen selber vor für den Trip. Also es ist halt einfach sinnvoll, irgendwas mitzunehmen, was du auch kalt essen kannst. Also jetzt zum Beispiel Sandwiches oder ähnliches. Wir haben einfach Nudeln gemacht und die hat kalt gegessen. Ja. Muss halt jeder für sich wissen, was er da bevorzugt. Da danach ging es dann einfach wieder nach Hause. Was da ein bisschen blöd war, die Strömung war deutlich stärker und es war ja nicht furchtbar schlimmer Wellengang, aber es war auf jeden Fall einer da. Ja. Und ist auch irgendjemand das Boot umgekippt, ja. Gleich ganz am Anfang. Also wir waren Gott sei Dank nicht dabei, ja, wir haben es geschafft. Aber ja doch, war echt gar nicht so einfach. Ja, dann ging es ja schon zum Abend hin und was auch noch recht extrem war, dass einfach im Bushcamp auch wieder sehr viel getrunken wurde. Also Fraser wurde ja recht viel getrunken, hätte ich gesagt, aber gerade im Bushcamp waren sie wirklich ziemlich gut dabei. Die haben halt die ganze Zeit Goon Pong gespielt, die australische Variante von Bier Pong für die armen Backpacker. Und ich habe mich sogar jetzt mal beim Didgeridoo-Spielen versucht, also ja, war jetzt nicht so, als könnte ich sagen, ich kann's. Aber ich habe irgendwie Töne rausbekommen. Ja, also doch schon. Es war so, einer, der auch mit dem Bushcamp war, der hatte sich ein Didgeridoo gekauft hier in Australien und hat eben gespielt und dann doch nochmal anderes ausprobieren. Ja, der war eh sehr alternativ, hätte ich gesagt. Der ist immer alle möglichen Bäume hochgeklettert, was ja ziemlich lustig war, aber schon irgendwie merkwürdig. Mit dem sind wir dann auch mal Goon kaufen gefahren, beziehungsweise auch andere Lebensmittel. Und da haben wir auch ein ziemlich, ziemlich großes Känguru gesehen, was auch ziemlich, keine Ahnung, angsteinflößend aussah. Das sah ein bisschen aggro aus, ja, das stimmt. Ja. Aber halt einfach so am Straßenrand, ein bisschen kurz angehalten und hingefahren. Yeah! Get ready to drive. Don't do that! Maybe we should drive a bit to the side. Oh, yeah, get to go here. Maybe the car comes. Maybe we should drive away now. No, but just drive a bit to the side because we don't know when the car comes. Yeah. Maybe it would be a good idea because when it's fast, then we with that. So, oh my god. Oh, he's looking a bit angry. Oh, wenn Sie aber kurz zur Seite fahren. Ja. Wo denn? Auf die rechte oder auf die linke? Ich würde einfach links bis an den Straßenrand fahren, bis Kreuz einfach. Ich weiß nicht, was für ein Speed ihr dann kommt. Fuck, wait. Yeah, it's alright, we just have to go a bit to the side. Genau, abschließend kann man sagen, das Bushcamp ist für jeden was, der sich jetzt nicht an Viechern in der Küche oder Spinnen, Schlangen, sonstigen Sachen stört. Ist auf jeden Fall auch mal eine andere Erfahrung. Ja, vor allem Kanufahren für $50 zweimal, das ist halt einfach echt ziemlich cool. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Ja, also man kann schon was empfehlen. Ja. Stopp, ich muss ganz kurz mal nach dem Reis schauen. Bye, kangaroo. Oh my god, I'm a little... No! Imagine you would jump into the... Was ist los? Ja. Stupid. So, hallo! Hi! Ja, wir waren das letzte Mal auf einer Tour. Was sagen wir überhaupt?